Hallo liebe Chili-Freunde und herzlich willkommen zum dritten Video aus der Reihe Chili Tech. Ja, wie bereits angekündigt, auch in diesem Video gibt es eine LED-Grow-Lampe, die ich euch vorstelle. Und auf dieses Modell habe ich mich wirklich mit Abstand am meisten gefreut. Ich habe es ja in den Ankündigungen schon verraten, dass es sich dabei um eine Lampe der Firma LEDTEC, deutscher Hersteller aus Moers, handelt. Und nicht um irgendeine Lampe, sondern um das aktuelle Flaggschiff von LEDTEC, nämlich das Zeusboard 326 XT TW3. Wie ihr seht, ist dieses Video nochmal eine ganze Ecke länger als die ersten beiden, aber es liegt einfach daran, dass es zu diesem Board so viel zu erzählen gibt. Und immerhin, das Unpacking können wir im Gegenzug ziemlich kurz halten, denn dieses Board kommt komplett ohne Zubehör rein in dieser Luftpolstertasche, die immerhin, wie ich finde, in einer ziemlich geilen Farbe. Aber ja, es gibt weder Aufhängung noch Kabel noch Netzteil, beziehungsweise in diesem Fall sogar Netzteile. Da kommen wir gleich zu. Und ja, es wird das reine Board geliefert. Das dürfte für die meisten Anfänger auch direkt mal der größte Nachteil an dieser Lösung sein. Denn man muss sich ein bisschen in die Materie einarbeiten und auch ein bisschen selber Hand anlegen, um das Ganze zu verkabeln. Aber dafür ist dieses Video ja da, damit ich euch genau zeigen kann, wie das geht und dass das gar nicht so herausfordernd ist, wie man vielleicht zunächst meint. Und auch wenn ich jetzt schon mit dem wohl größten Nachteil dieser Lampe das Video eröffnet habe, muss ich trotzdem sagen, falls es meiner generellen Grundstimmung nicht schon anmerkt, dass ich bei diesem Board vielleicht nicht ganz so unvoreingenommen bin wie bei den ersten beiden Lampen, die ich getestet habe. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ich selber seit Jahren begeisterter Kunde von LEDTEC bin. Ich habe meine Boards, die bei mir im Regal hängen, sogar persönlich in Moers abgeholt. Seitdem habe ich mit dem Johannes Arns einen persönlichen Ansprechpartner im Hause LEDTEC, der mich in der Vergangenheit zuletzt bei meinem IKEA-Anzuchthäuschen immer wieder super gut mit Rat und Tat begleitet hat, mir gute Tipps gegeben hat, was ich machen kann, was ich anders machen kann. Und diese persönliche Beziehung, die ich in Richtung LEDTEC auf dem Wege habe, lässt sich natürlich nicht ganz ausblenden. Umgekehrt ist es aber auch diesem persönlichen Engagement vom Johannes zu verdanken, dass ich euch in diesem Video so ein tolles High-End-Board überhaupt präsentieren kann. Denn er hat sich als verantwortlicher Produktmanager für diese Zeus-Serie dafür ins Zeug gelegt, dass wir dieses Board heute kostenlos testen können. Und das ist nicht mal der einzige Grund, warum ich so positiv gestimmt bin, wenn es um die Firma LEDTEC geht. Ein anderer Aspekt ist die Tatsache, dass im Gegensatz zu fast allen anderen Growlight-Anbietern, und ich glaube, wir haben das in den letzten beiden Videos zur Genüge auch aufgezeigt, alle anderen Anbieter werben mit den absurdesten Versprechungen, was ihre Lampen können, dass die, ich übertreibe, aber einer 10.000 Watt Natrium-Dampflampe entsprechen und weiß der Geier was, wo jeder mit ein bisschen Ahnung drauf guckt und sagt, das ist völliger Bullshit. Und genau das gefällt mir bei LEDTEC. Bei denen auf der Seite findet man einfach nur die Leistungsdaten. Nichts anderes, keine Marketingversprechen, keine Übertreibung, sondern einfach nur die rohen Daten des Boards. Und das in einer Detailtiefe, die es einem wirklich erlaubt, seine Lichtinstallation sauber zu planen. Und apropos Planung, das ist auch ein Aspekt, der mir wirklich sehr, sehr gut bei diesem Anbieter gefällt. Die haben nämlich auf ihrer Webseite einen Live-Konfigurator, nennen die das, wo man fast alle Produkte aus dem Shop reinziehen kann und dann sowohl das Spektrum als auch den Output frei konfigurieren kann über die Bestromung der einzelnen Komponenten und sich seine eigene Lichtinstallation quasi virtuell am Rechner planen kann und genau sieht, welches Spektrum und welcher Lichtoutput kommt mit bestimmten Dioden und Komponenten am Ende raus. Und das ist unglaublich praktisch und das nutze ich eigentlich ständig und das ist auch ein Faktor, der mir bei dieser Firma extrem gut gefällt. Und ein weiterer Aspekt, den ich spezifisch an diesem Produkt wirklich cool finde und der mein lichtbegeistertes Herz echt höher schlagen lässt, ist der generelle Aufbau dieses Boards und die Tatsache, dass man es auf Anfrage wirklich komplett frei konfigurieren kann. Aber der Reihe nach. Fangen wir mal mit dem Namen an, weil der beschreibt in etwas kryptischer Form im Prinzip schon, was diese Lampe so besonders macht und was sie von wirklich allen mir bekannten Alternativen unterscheidet. Ja, Zeus ist zunächst mal die High-End-Growlight-Serie von LEDTEC. Da gibt es verschiedene Varianten von.
Das 326 oder die 326 ist die Anzahl der LEDs, die insgesamt auf dem Board verbaut sind. XT steht für Extended, das heißt, das gibt die Größendimension an und ist einfach in Abgrenzung zu den alten kleinen Zeus-Boards, die Zeus-Kompakt-Boards. Dazu eben gibt es jetzt die größeren Extended noch. Und das TW3 steht für Tunable White plus 3 Farbkanäle. Das heißt, wir haben insgesamt 5 Kanäle, die wir uns gleich nochmal im Detail anschauen werden. Und diese können einzeln geschaltet und sogar individuell bestromt werden. Okay, ich vermute, dass ich mit dieser Begriffserklärung jetzt für viele mehr Fragen aufgeworfen habe, als ich beantwortet habe. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal am echten Objekt an und sprechen ein paar Features durch. Dann wird das wahrscheinlich einiges deutlicher. Fangen wir mal mit der Größe an. Wir haben eine Abmessung von 28,5 x 44 cm. Das ist das gleiche Format wie alle Zeus XT Boards. Die Aufbauhöhe ist ebenso identisch mit 5,4 mm extrem flach. Das meiste davon kommt von diesen Ansteck- oder Steckerbuchsen, die hier aufgebracht sind und die alleine 5 mm Höhe haben dürften. Und das Board selbst, wie man sieht, ist maximal, ich habe es nicht nachgemessen, aber maximal 1 mm dick. Es gibt keine Kühlrippen oder irgendein anderes aktives Wärmemanagement. Und obwohl komplett auf jegliche zusätzliche Wärmeabführung verzichtet wird, kann man dieses Board mit 140 Watt bestromen. Und das ist die empfohlene Bestromung. Wahrscheinlich ginge noch ein bisschen mehr. Möglich ist das Ganze, weil auf diese große Fläche die LEDs so verteilt werden, dass der Abstand zwischen den einzelnen Dioden relativ groß ist. Wenn wir uns erinnern, das P600 von Vipa Spectra, was wir im letzten Video gesehen hatten, hatte 300 LEDs. Diese aber auf sehr viel weniger Raum und entsprechend brauchte das Vipa Spectra die Kühlrippen auf der Rückseite, um diese kompakt auftretende Wärme abzuführen. Und das Zeus Board braucht das eben nicht, weil eine fast identische Anzahl von Dioden einfach auf mehr Fläche verteilt wird. Hinzu kommt, dass beim Zeus Board wirklich extrem effiziente Samsung-Dioden verbaut sind und dadurch, dass die eben pro zugeführter Energie mehr Licht und weniger Wärme abgeben, ist natürlich der Bedarf zur Wärmeableitung nochmal geringer. Bei 140 Watt Leistungsaufnahme kommt das Board in der hier vorliegenden Konfiguration auf einen Photonen-Output von wirklich sehr beachtlichen 348 Mikromol pro Sekunde beziehungsweise auf eine reine Board-Effizienz von 2,49 Mikromol pro Joule, was natürlich extrem gut ist. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, das ist die reine Bordeffizienz exklusive Netzteilverluste. Das heißt, eine Gesamtsystemeffizienz, wenn man da noch Netzteile dranhängt, je nachdem, was für Netzteile man nimmt, wird natürlich noch mal ein gutes Stück darunter liegen. Allerdings muss man auch sagen, wenn man das Board nicht mit den vollen 140 Watt bestromt, sondern niedriger, dann werden die LEDs, wie es alle LEDs tun, durch die niedrigere Bestromung effizienter. Das heißt, wenn man das Board am Ende so bestromt, wie ich es in meinem Test machen werde, kann es durchaus sein, dass man auf eine Gesamtsystemeffizienz von um die 2,4, 2,5 Mikromol pro Joule kommt, was wirklich ein sehr, sehr guter Wert wäre. Wir werden uns aber auch gleich nochmal die realen PPFD-Heatmaps anschauen auf einer Fläche von 60 x 60 cm. Aber wenn wir den Output jetzt einfach mal rechnerisch auf diese 60 x 60 cm umlegen, dann kommen wir auf dieser Fläche auf einen rechnerischen PPFD-Wert von 967 Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde, was wirklich eine ganze Menge ist. Aber vorher bleiben wir noch mal kurz bei der Hardware. Und zwar haben wir, wie schon im Namen des Boards enthalten, insgesamt 326 LEDs verbaut. Auch, wie schon erwähnt, verteilt auf 5 Kanäle, die ich alle einzeln anschließen und individuell bestromen kann. Und die ersten beiden Kanäle sind die Weißkanäle, woher auch eben der besagte Name Tunable White herkommt. Und wenn man sich die weißen Dioden hier auf dem Board mal anschaut, dann sieht man auch, dass die ganz leicht unterschiedliche Farben haben. Ich habe hier eine Standardkonfiguration aus dem LedTech-Shop gewählt, und zwar die mit den LM301B und den LM301H1-Dioden von Samsung, beide mit 3500 Kelvin. Warum habe ich beide Kanäle in der gleichen Lichtfarbe genommen? Das kann ich euch am besten anhand der beiden Spektren zeigen. Wie ihr seht, sind diese nämlich trotz gleicher Lichtfarbe keineswegs identisch.
Während die LM301B nämlich deutlich mehr blaue Photonen abgeben, dafür aber auch eine deutliche Spitze im gelb-roten Bereich haben, um die 600 Nanometern, ist bei den LM301H1-Dioden der Grünanteil im Lichtspektrum deutlich breiter vertreten, während Blau und Orange dagegen etwas flacher ausfallen. Lege ich nun beide Kanäle zusammen, bekomme ich ein Spektrum, das ich persönlich für diesen Test schon recht optimal finde. Der durchaus solide Blauanteil sollte für einen hinreichend kompakten Wuchs sorgen. In dem kleinen Abteil, das jede Pflanze im Test bekommt, ist allerdings die Lichtreflexion von den Seiten relativ begrenzt und dadurch bekommen die unteren Blätter nicht so viel Licht ab, wie das im Freien oder in einem größeren Raum mit reflektierenden Wänden der Fall wäre. Deswegen habe ich mich für mehr Grün entschieden, weil grüne Photonen sowohl tiefer in die einzelnen Blätter eindringen, das heißt auch tiefere Chlorophyllschichten im Blatt erreichen, aber auch die Blätter besser durchdringen und so tiefer in das Blätterdach vordringen, das heißt auch untere Blätter besser beleuchtet werden, obwohl eben in meinem Fall das Licht nicht durch die Reflexion so wirklich in die unteren Bereiche der Pflanze kommen kann. Ja, das halte ich für den Test für vermutlich, hoffentlich ganz nützlich und habe mich entsprechend für diese Variante des Boards entschieden. Aber damit sind wir ja, was die Konfigurationsmöglichkeiten anbelangt, noch längst nicht fertig. Ich habe mich aber auch für die restlichen drei Kanäle für eine Standardvariante entschieden, und zwar auf Kanal 3 630 Nanometer, auf Kanal 4 666 Nanometer, beides verschiedene Bereiche im Rotspektrum, und für Kanal 5 730 Nanometer infrarotes Licht. Das hat zwei Gründe. Einmal haben wir ja die aus dem letzten Video schon bekannte McCree-Kurve. Aus dieser wissen wir, dass rote Photonen zwischen 600 und 700 Nanometern besonders effektiv von Pflanzen verarbeitet werden können. Das Maximum liegt für die meisten Pflanzen bei um die 630 Nanometer. Also könnte man sich fragen, warum nehmen wir nicht nur 630 Nanometer Dioden, sondern auch die für die Pflanze etwas ineffizienteren 660er? Das hat ebenfalls zwei Gründe. Denn zum einen sind die 660 Nanometer Dioden selbst sehr viel effizienter als ihr 630 Nanometer Pendant. Das gleicht die schlechtere Effizienz in der Pflanze, in der Verarbeitung zur Photosynthese, mehr als aus. Der zweite Grund besteht darin, dass 660 Nanometer Photonen der Gegenspieler sozusagen von 730 Nanometer Far-Red Photonen sind. Das jetzt in der biochemischen Tiefe aufzuarbeiten, wird ein bisschen den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber wer sich mit dem Thema mal näher auseinandersetzen will, der kann einfach mal im Internet nach Phytochrome Red PR und Phytochrome Far Red PFR suchen und sich da anschauen, wie diese beiden Spektren in der Pflanze interagieren. Kommen wir nochmal zurück zu den Spektren der beiden Weißkanäle. Wenn wir uns die anschauen, sieht man, dass im Bereich 660 Nanometer sehr viel weniger Photonen emittiert werden als im Bereich von 630 Nanometern. Nehme ich jetzt aber die roten Dioden dazu, erreiche ich durch die höhere Diodeneffizienz der 660er einen nahezu gleichen Output der beiden Wellenlängenbänder und somit eine insgesamt breitere Rotabdeckung, mit der ich die McCree-Kurve besonders gut nachzeichne. Was wir im Gesamtspektrum ebenfalls sehr deutlich sehen können, ist der deutlich sichtbare Ausschlag im 730 Nanometer Bereich. Das Thema hatte ich ja bei der Viper Spectra P600 schon mal angesprochen und darauf hingewiesen, dass ich das mit deren einzelner Far-Red-Diode für nicht ausreichend gegeben halte. Dagegen haben wir hier beim Zeus-Board in dieser Konfiguration einen Far-Red-Anteil, der zweierlei erlaubt. Zum einen wird über den sogenannten Emerson Enhancement-Effekt, den wir ja im letzten Video schon erwähnt hatten, die Photosyntheserate aller anderen Photonen erhöht, wenn man zusätzlich Far-Red ins Spektrum aufnimmt. Und zum anderen kommt es eben zu der besagten Wechselwirkung zwischen 660 und 730 Nanometer Photonen, die ebenfalls sehr positiv auf die physiologischen Prozesse in der Pflanze wirken. Ein weiterer sehr spannender Aspekt dieser 730 Nanometer Wellenlänge ist ihr Einfluss auf die Blütenbildung. Und zwar haben Studien gezeigt, dass infrarotes Licht einen Einfluss auf die Blüteentwicklung zu haben scheint. Und das scheint insbesondere bei Pflanzen relevant zu sein, die photoperiodisch blühen. Das sind solche, bei denen die Blüte davon abhängt, dass eine bestimmte Tages- und Nachtlänge eingehalten wird. Besonders relevant bzw. besonders gut untersucht ist dieser Effekt bei sogenannten Kurztagspflanzen. Das sind Pflanzen, die eine Mindestlänge an Dunkelstunden pro Tag brauchen, meistens so um die 12 Stunden, um dann die Blüte einzuleiten. Ein bekanntes Beispiel wäre zum Beispiel
der Weihnachtsstern. Der braucht 12 Stunden Dunkelphase und 12 Stunden Lichtphase, um zu blühen. Das heißt, wenn ihr einen Weihnachtsstern im Sommer auf der Fensterbank stehen habt, dann habt ihr keine Chance, dass er anfängt zu blühen. Das gelingt euch dann frühestens im Winter, wenn wirklich maximal 12 Stunden Licht sind. Und zwar hat man bei diesen Pflanzen festgestellt, dass ein kurzer Nachlauf, das heißt, dass das Far Red noch anbleibt, während alle anderen Lichter ausgehen, und dann nimmt man so 5 bis 10 Minuten, dass so ein Far Red Nachlauf zwei ganz interessante Effekte hat. Zum einen führt er dazu, dass die Blütenbildung beschleunigt wird. Das heißt, von der Lichtumstellung von vorher langen Tagen auf kurze Tage, bis es dann zum Einsetzen der Blüte kommt, vergeht weniger Zeit. Das heißt, man gewinnt Zeit im Anbau seiner Lieblingspflanzen. Und der andere interessante Effekt ist, dass man die Nachtphase verkürzen kann und trotzdem die Blüte nicht unterbricht oder die Blüte genauso eingeleitet wird. Das heißt, statt der normalerweise nötigen 12 Stunden Nachtzeit kann man das um ungefähr 10-15% verkürzen. Das heißt, man kann nicht nur 12 Stunden beleuchten, sondern 13 Stunden am Tag beleuchten und bekommt so natürlich mit der gleichen Lampe pro Tag mehr Licht auf seine Pflanzen, was wiederum bedeutet mehr Wachstum und ja, im Endeffekt einen besseren Ertrag. Das ist aber natürlich für Chilis nicht so wirklich relevant, sondern wirklich nur ein Thema für diejenigen unter euch, die tatsächlich Weihnachtssterne oder andere Kurztagspflanzen indoor bis zur Blüte anbauen wollen. Ja, für Chilis ist aber durchaus interessant der besagte Emerson-Effekt, aber für den brauchen wir eben nicht einen separat ansteuerbaren Infrarotkanal, sondern da kann das infrarote Licht oder sollte sogar den ganzen Tag mitlaufen. Aus dem Grund werde ich es am Ende so machen, dass ich jetzt nicht an jeden dieser Kanäle ein eigenes Netzteil hänge, sondern ich werde die Kanäle zusammenschalten und an einem Netzteil betreiben. In meinem Test werde ich die Lampe in etwa so bestromen, dass ich auf den beiden Hauptkanälen versuche, ungefähr 650 mA Strom aufzulegen und auf den drei farbigen Kanälen 350 mA. Damit sollte ich dann in Summe ungefähr mit Netzteilverlusten auf die 62 bis 64 Watt kommen, die auch die anderen beiden Lampen im Test dann verbrauchen sollen. Ja, und mit dem Stichwort Stromverbrauch haben wir jetzt auch wieder den Zirkel geschlossen zum Thema Leistung. Und ich würde sagen, wir schauen uns in dem Kontext jetzt mal tatsächlich die PPFD Heatmaps an. Diese zeigen die Lichtverteilung auf einer gegebenen Fläche, also die reale Lichtverteilung, nicht die errechnete, und zwar auf 60 x 60 cm. Die hier eingeblendeten Werte hat LEDTech übrigens extra für dieses Video gemessen und ich habe entsprechend auch wirklich recht großes Vertrauen, dass diese tatsächlich so stimmen. Ja, fangen wir mal an mit der empfohlenen Bestromung. Das heißt, unter Volllast bei ungefähr 140 Watt Leistungsaufnahme erreicht das Board in 30 cm Abstand auf einer Fläche von 60 x 60 cm, also inklusive Streuverluste, einen äußerst beeindruckenden PPFD-Wert von 915 Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde. Also wirklich nah an dem von mir vorhin errechneten Wert von 967 Mikromol pro Sekunde pro Quadratmeter. Im Vergleich, die Vipa Spectra P600 hat laut Herstellerangabe unter den gleichen Gegebenheiten 550 Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde erreicht. Das allerdings auch bei nur 95 Watt Leistungsaufnahme. Aber selbst wenn wir das auf die gleiche Leistung normieren würden, liegt das Zeus Board aufgrund seiner sehr effizienten Dioden bei diesem Vergleich vorne. Neben dem reinen Output ist aus meiner Sicht aber auch die Homogenität der Ausleuchtung ein sehr wichtiger Faktor und auch das haben wir uns ja letztes Mal schon angeschaut. Wenn wir uns die PPFD Heatmaps beider Lampen also auch hier mal nebeneinander anschauen, dann sehen wir, beim Zeus Board beträgt der Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert das knapp 1,8-fache. Bei der P600 war es dagegen das knapp 2,7-fache. Das heißt, trotz des wirklich geringen Abstands von nur 30 cm bietet das Zeus Board eine erfreulich gleichmäßige Flächenausleuchtung. Soweit also die Performance bei der empfohlenen bzw. typischen Bestromung mit 1,4 Ampere auf den Hauptkanälen und 0,7 Ampere auf den drei Farbkanälen. Da ich im Test aber eine deutlich niedrigere Bestromung machen möchte, habe ich Johannes von LEDTech gefragt, ob er die gleiche Messung nicht für mich nochmal machen könnte mit ungefähr meinen Bestromungsdaten. Und ja, netterweise hat er gesagt, dass er das für uns macht. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ergebnis auch mal an.
bei 0,7 Ampere auf den beiden Hauptkanälen und 0,35 Ampere auf den übrigen dreien kommen wir hier auf einen durchschnittlichen PPFD-Wert von immer noch sehr beachtlichen 495 Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde. Das ist selbst dann noch ausreichend, wenn ihr Indoor Früchte an euren Chilis züchten wollt, und für die Anzucht reicht es dreimal. Auch hier liegt das Gefälle vom höchsten Wert im Zentrum zum niedrigsten Wert in der Ecke beim etwa 1,8-fachen. Und hier sieht man auch sehr schön, dass die Effizienz von LEDs grundsätzlich zunimmt, je niedriger wir sie bestromen. Die Verdopplung der jetzt hier gezeigten Leistung, also der niedrigeren Leistung, hin zu der empfohlenen Bestromung, die wir gerade gesehen haben, bringt nämlich keine Verdopplung der Lichtmenge, sondern lediglich einen Zuwachs von etwa 85%. Interessant hätte ich es noch gefunden, auch mal Messwerte zu sehen mit einem größeren Abstand, so 40 bis 50 cm, weil ich glaube, dass man auch ohne weiteres selbst auf der niedrigen Bestromung in der Anzucht sowieso einen Quadratmeter mit so einem Zeusboard locker beleuchten kann, und bei hoher Bestromung geht das auch ganz problemlos für Blüte und Fruchtbildung, sogar für Pflanzen, die noch lichthungriger sind als Chilis. Leider konnte ich diese PPFD-Heatmap nicht mehr nachfordern, weil als mir die Idee kam, der Johannes schon im Urlaub war. Ich werde aber, sobald er wieder zurück ist, da nochmal nachfragen und zeige euch das Ergebnis dann gegebenenfalls in einem getrennten Video in meinem regelmäßigen Anzucht-Updates oder wenn wir mal in den Zwischenstand unseres Tests schauen. Gut, soweit die wichtigsten Fakten zum Board. Was noch fehlt, ist natürlich der Preis. Der liegt für das Board, so wie ich es hier vor mir liegen habe, bei 169 Euro. Wie gesagt, bekommt ihr für den Preis wirklich nur das reine Board. Ich werde das Ganze in meinem Test betreiben mit meinen Lieblings- oder mit zwei Netzteilen aus meiner Lieblingsserie von Meanwell. Das ist die LCM-Serie. Ich werde da zwei LCM40 für nehmen. Die kosten jeweils 32,90 Euro, also in Summe 65,80 Euro. Dann kann man noch ungefähr 10 Euro pauschal für Anschlusskabel und anderen Kleinkram hinzurechnen. Das heißt, wir kommen für so ein Board, damit es wirklich so lauffähig ist, wie wir es im Test zeigen wollen, auf einen Preis von 245 Euro. Im Moment hat LEDTEC eine Aktion, wo ihr nochmal 10% Rabatt im Summer Deal bekommt, aber selbst dann bleibt der Preis bei ziemlich knackigen 220 Euro. Wenn man dann aber auch nochmal sagt, ich möchte meine drei Farbkanäle einzeln bestromen können, dann braucht ihr natürlich für jeden dieser drei Kanäle ebenfalls ein einzelnes Netzteil, das heißt zwei LCM40 Netzteile für die Hauptkanäle. Plus dann nochmal drei kleine Netzteile, die gibt es bei Amazon schon um die 6 Euro, das heißt, da kämen dann nochmal 18 Euro hinzu. Dann wärt ihr ungefähr bei 250 Euro, wenn ihr wirklich alles einzeln bestromen wollt. Allerdings fehlt euch dann immer noch eine passende Steuerungseinheit, irgendeine smarte Multikanal-Steckdose, die nochmal mit ungefähr 25, 30 Euro zu Buche schlägt, wenn man zum Beispiel die Sonoff CH4 dafür nehmen würde. Was man für diesen doch sehr knackigen Preis bekommt, ist allerdings auch die mit Abstand leistungsstärkste, vielseitigste und individuellste Lampe im Testfeld. Braucht man das für die Chili-Anzucht? Definitiv nicht. Aber Lichtenthusiasten wie ich oder Leute, die aufgrund dessen, was sie anbauen oder wie sie anbauen, sehr hohe Ansprüche an Spektrum, Dioden, Lichtqualität, Lichtintensität haben, die werden mit dieser Lampe mit Sicherheit unglaublich viel Spaß haben, und für die kann sich diese Investition durchaus lohnen. Apropos vielseitigste bzw. individuellste Lampe im Test. Für dieses Video durfte ich mir aussuchen, in welcher Konfiguration ich das Zeusboard haben möchte. Ich habe mich am Ende für eine der fünf Standardvarianten entschieden, die LEDTEC im Shop regulär anbietet. Das hat ganz einfach den Grund, dass ich eine Lampe wollte, die möglichst gut für dieses Testfeld geeignet ist bzw. Ungefähr zu den anderen Lampen passt und auch ein Spektrum hat, wenn ich alle Kanäle anmache, das sehr gut für den Dauerbetrieb geeignet ist, weil auch die anderen Lampen, die ich im Test habe, haben ja kein variables Spektrum, das ich jetzt zwischen der frühen Phase oder späteren Phasen umstellen würde, und entsprechend wollte ich auch hier eine Lampe haben, die so konfiguriert ist, dass ich sie als Allrounder laufen lassen kann. Aber wie schon mehrfach gesagt, ist man bei LEDTEC eben nicht alleine auf diese fünf Standardvarianten limitiert, sondern man kann das Board wirklich so bestücken auf Anfrage, wie man das möchte. Und wenn ich mir in Zukunft mal so ein Board kaufen sollte, was ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit tun werde, dann würde ich persönlich für mich jetzt eine etwas andere
Diodenauswahl treffen. Und zwar würde ich die beiden Hauptkanäle mit LM301B-Dioden bestücken, beide, weil die einfach etwas effizienter sind als die LM301H-Variante. Und zwar würde ich auf den einen Kanal 3000 Kelvin und auf den anderen Kanal 6500 Kelvin Dioden nehmen. Das hat den Vorteil, dass ich wirklich dieses Tunable White maximal ausnutzen kann. Das heißt, in der frühen Anzucht kann ich rein den 6500er Kanal laufen lassen, um sehr kompakte Sämlinge zu erzeugen. Und je nachdem, wie sich die Pflanzen dann entwickeln und was für einen Wuchs ich in der weiteren Wachstumsphase haben möchte, kann ich umso mehr in Richtung des rötlicheren, warmweißeren Spektrums der 3000 Kelvin Dioden gehen. Und ich muss überhaupt nicht beide gleichzeitig laufen lassen, sondern jeder Kanal auf diesem Board hat so viel Leistungsreserve, dass der in meinem Regal auch alleine mehr als ausreichend ist. Das heißt, ich kann 100% 3000 Kelvin fahren, ich kann 100% 6500 Kelvin fahren oder irgendwas dazwischen. Alles ist möglich. Bei den anderen drei Kanälen würde ich zumindest zwei beibehalten. Das wäre einmal der 660 Nanometer Rotbereich, einfach weil diese Dioden so unfassbar effizient sind. Ich glaube, die Effizienz, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, von diesen Dioden liegt bei 3,7 Mikromol pro Joule. Das ist gigantisch und macht, wie gesagt, mehr als wett, dass sie bei der Photosyntheserate nicht ganz so effizient sind wie die 630 Nanometer Dioden. Die würde ich entsprechend deswegen rausschmeißen. Ersetzen würde ich die, Moment, dazu kommen wir gleich. Vorher noch Far-Red. Far-Red bleibt drin. Und zwar für den Emerson-Effekt. Habe ich jetzt häufig genug erwähnt. Schlagt's nach, wenn ihr dazu mehr Details haben wollt. Vielleicht mache ich auch mal ein eigenes Video dazu. Aber Far-Red halte ich auch für sehr, sehr nützlich und würde das drin lassen. Ja, die 630 Nanometer Dioden würde ich tatsächlich rausnehmen, weil einfach die Dioden selber nicht so effizient sind und würde stattdessen 365 Nanometer UV-Dioden nehmen. Das hat den Grund, dass diese Saison mich wirklich bald in den Wahnsinn getrieben hat mit dem Wetter im April. Es war bei uns zumindest schlicht nicht möglich, wetterbedingt die Pflanzen an UV-Licht zu gewöhnen. Und ich musste einen Riesenaufwand dann Ende Mai, Anfang Juni betreiben, als die Pflanzen ins Freie kamen, um die dann vor zu intensiver UV-Strahlung zu schützen. Und das erhoffe ich mir dann einigermaßen sparen zu können, wenn ich direkt UV-Dioden auf dem Board habe. Wichtig ist dabei aber, das solltet ihr natürlich nur tun, wenn ihr ein geschlossenes Regal habt. Das ist ein Grund, warum ich mein Regal jetzt auch dauerhaft ummantelt zum Wohnraum lassen werde, weil natürlich UV-Strahlung, die die ganze Zeit euch anleuchtet, nicht so wahnsinnig gesund ist. Ja, ein weiterer Vorteil von UV-Strahlung, jetzt nicht so spezifisch für Chili, wobei auch, ist die Tatsache, dass es inzwischen Studien gibt, die darauf hinweisen, dass Pflanzen, die auch UV-Licht im Spektrum haben, insgesamt kräftiger und gesünder und widerstandsfähiger wachsen. Und ein zweiter Aspekt, der dann allerdings wirklich nicht so interessant für Chilis, aber zum Beispiel, wenn ihr Kräuter anzieht, viele Pflanzen bilden als Schutzmechanismus gegen UV verstärkt Öle, Harze und Terpene. Und je nachdem, was ihr unter so ein Board stellt, kann da dann auch eine gewisse UV-Beimischung, teilweise auch nur für ein paar Stunden am Tag, schon sehr, sehr hilfreich sein. Aber bei Kräutern und anderen Pflanzen, die Harze und Ähnliches produzieren, sind wir dann wieder in einem ganz anderen Segment. Und da gibt es, glaube ich, bessere YouTube-Kanäle, die sich mit diesem Thema spezifisch beschäftigen. Apropos YouTube-Kanal, das ist natürlich das perfekte Stichwort, um ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch sehr gerne ein Like da. Das ist die wichtigste Währung auf YouTube, damit das Video auch vielen anderen Menschen angezeigt wird. Und abonniert natürlich auch sehr gerne meinen Kanal, klickt die kleine Benachrichtigungsglocke an, dann ist auch sichergestellt, dass ihr kein Update aus diesem Vergleichstest in Zukunft verpasst. Ja, wie immer ist es damit dann jetzt an der Zeit, mit der Lampe mal nach drinnen zu gehen. Diesmal allerdings nicht an mein Regal, sondern heute setzen wir uns zur Abwechslung mal an den Tisch. Denn ein Zeus-Board im Regal haben wir jetzt oft genug gesehen und gemessen. Da würde dieses hier aufgrund der sehr ähnlichen Dioden nicht wirklich anders abschneiden. Und viel spannender wäre es, glaube ich, mal einen kurzen Blick drauf zu werfen, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir die einzelnen Kanäle anschließen? Wie kann man sie korrekt anschließen? Und wie sehen dann die einzelnen Dioden im Betrieb aus? Also, auf geht's, kleine Runde basteln.